Der wohl beste Kugelwilli in Mario Kart aller Zeiten. Wieso hab ich nicht so ein Glück? Und zwar hat ihn jemand auf der Kokospromenade in der letzten Runde aktiviert. Er nimmt hier noch richtig schlau die Abkürzung mit auf 200 IQ-Basis, aber was danach passiert, ist einfach nur unmenschlich. Erstens, wie lange die Rakete überhaupt hält. Zweitens kommt da noch ein Blitz dazu. Drittens wird er direkt vor dem Boostfeld einfach rausgelassen. Und viertens wird er auch noch Erster, obwohl er davor Achter war mit einem so riesen Abstand. Ich denke, das kann man als einen der besten Kugelwillis aller Zeiten schon durchaus bezeichnen. Wenn ihr jetzt reinfolgt, bekommt ihr auch so einen. Ganz klar.